wie es ist, seine eigenen Rennstreckenveranstaltungen zu machen und was man dabei alles für Fehler machen kann, was wir für Fehler gemacht haben, was wir in Zukunft besser machen, was gut gelungen ist, wie die Leute damit zufrieden waren und wie das Event allgemein so war. Dies alles erfahrt ihr in diesem Video. Wir haben unser erstes Rennstrecken-Event am 5., 6. und 7. Juni am Pannonienring gehabt. Wir machen Rennstrecken-Events mit maximal 100 Teilnehmern in trotz alledem 4 Gruppen, also 25 Mann pro Gruppe. Es war unser erstes Event, also allgemein mein erstes Event. Jeder, der mich schon lang verfolgt, der weiß, dass ich schon tausende Rennstreckenkilometer in den letzten Jahren absolviert habe und mit ganz, ganz vielen verschiedenen Veranstaltern mit auf der Rennstrecke dabei war und dort gefahren bin. Und da natürlich schon eine gewisse Grunderfahrung bei mir vorhanden wäre, ist oder war, als bei jemandem, der sowas noch nie gemacht hat, ist auch klar. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Situation auf Seiten des Veranstalters eine komplett andere als wie auf der Seite des Fahrers oder des Kunden oder Teilnehmers, wie auch immer man dazu sagen möchte. Mein Vorteil ist natürlich ganz klar, liegt auf der Hand, dass ich selber sehr viel gefahren bin und natürlich auch die Wünsche und Probleme der Teilnehmer so ein bisschen kennen und das nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch Situationen auf der Veranstalterseite, die siehst du als Teilnehmer nicht mal im Ansatz. So war es zum Beispiel so, dass Dinge, die extrem viel Hirnschmalz benötigt haben oder dachte ich, dass sie benötigen, die mir ausgefeilt haben bis ins letzte Detail, die Monate vor dem ersten Event eigentlich total simpel waren, vor denen ich teilweise Angst hatte, oh, um Gottes Willen, wie soll denn das funktionieren, die waren meistens ganz einfach. Witzigerweise gab es allerdings Situationen, die habe ich überhaupt nicht vorhergesehen. Zum Beispiel war mir zu gewissen Zeitpunkten nicht bewusst, dass wenn ich zwei Kumpels, die in einer Gruppe normalerweise fahren möchten, anhand ihren unterschiedlichen Rundenzeiten, aber eventuell in zwei verschiedene Gruppen stecken muss, dass die dann nicht so erfreut darüber waren. Und auf das habe ich überhaupt nicht gedacht, weil man sagt halt, okay, Rundenzeit bis hierhin, dann nächste Gruppe und so weiter. Und dann kommt aber einer und sagt, du, jetzt fahre ich nicht mehr mit meinem Spätzle in einer Gruppe und ich bin ja eigentlich nur eine Sekunde langsamer wie ihr. Dummerweise ist genau in dieser Sekunde halt dann der Gap, wo sie in die nächste Gruppe überspringt. Und nur so als Beispiel, das sind so Situationen, wo ich mir dachte, Alter, das habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte ihn ja zu 100% zufriedenstellen, ging jetzt aber nicht, weil, und dann machst du eine Ausnahme, aber wo fängst du mit den Ausnahmen an, wo hörst du wieder auf und. Und dann kommt jemand und sagt, ich habe den Turn nicht fahren können, weil da war ein Moped, was kann ich dafür in der anderen Gruppe fahren, weil dann kann ich den Turn nachholen. Und dann verstehst du ihn so gut, weil du denkst, ja, ich kenne die Situation, aber wenn ich jetzt bei ihm das mache, dann kommen alle anderen und dann fahren alle in einer Gruppe und dann ist auch scheiße. Also das ist wirklich aus der Veranstalter-Sicht total crazy und ist mir so noch nie bewusst geworden, weil wenn du als Teilnehmer siehst ja meistens nur dich selbst und als Veranstalter willst du jedem ein Maximum geben, aber das geht nicht. Deswegen musst du das irgendwie so durchbrechen und jedem so viel wie möglich geben, aber du kannst nicht jedem alles geben. Und das ist ein extrem schwieriger Breitengrad, den man so trifft. Nichtsdestotrotz ist es aber so gewesen, dass ich natürlich die Situation auch kenne, wenn ich als Teilnehmer mit einem Anliegen in die Veranstalterbox gehe und sage, hey, könnt ihr mir, ich habe hier das und das Problem, und du von Anfang an so eine typisch abweisende Art kriegst, so, nee, geht nicht, stopp, das Gras ist jetzt nicht grün, das ist schwarz, und wenn wir sagen, das ist schwarz, dann hast du Pech gehabt, ne? Das wollte ich auch nicht. Also ist schon auch wirklich eine zuvorkommende Art, weil ich weiß, wie es ist, wenn man in eine Veranstalterbox geht und der mit so total arroganter Art und Weise sagt, ich bin hier der Chef und du hast zu tun, was ich dir sage. Klar müssen die Teilnehmer das machen, was wir letztendlich von ihm verlangen, aber es muss irgendwie auf einer Ebene sein und ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt und das war mir auch extrem wichtig, dass die Teilnehmer sich wirklich professionell bedient gefühlt haben. Wir haben gleich am Anfang ein wahnsinniges Fettnäpfchen, das war auf meiner Kappe gewachsen. Und zwar habe ich mir wahnsinnig viel Mühe gegeben in den Gruppenaufklebern mit 4 verschiedenen Farben, schönes Design, Pannonienring, Datum dazu, richtig cool. Da saß ich die ganze Nacht am Computer, habe das im Photoshop designt, war ganz stolz drauf. Und der Christoph hat im Zuge dessen den Zeitplan gemacht und wir haben Gruppe A, B, C, D, ne? Schnell bis langsam, wie auch immer. Und dann haben die Farben der Gruppenaufkleber nicht mit den Farben im Zeitplan übereinander gestimmt, sondern die waren falsch. Und ich habe das nicht gesehen, weil ich vermutlich so eine leichte Rot-Grün-Schwäche habe und mir ist es dann halt
von den Teilnehmern gesagt worden. Ich dachte mir so, Alter, wie behindert sind wir eigentlich? Ne? Also so ein totaler Verpaar, so ein Leichtsinnsfehler, der mir irrsinnig peinlich war. Da ist mir gleich so richtig das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte mir so, Alter, leck mich am Arsch, wie behindert bin ich eigentlich? Ne? Farbenblind, oder was ist denn los mit dir? Aber das sind so Sachen, die, ja, die haben wir jetzt natürlich sofort geändert. Das heißt, wir haben im Endeffekt sofort versucht, während dem Event haben wir schon mitgeschrieben, was wir vergessen haben, was wir nicht wussten, was wir ändern müssen, was nicht funktioniert hat, was stattdessen machen und so weiter und so fort. Zum Beispiel habe ich nicht bedacht bei der technischen Abnahme, das war auch ein Fehler von uns. Ich wollte ja die technische Abnahme machen bei den Teilnehmern in der Box und im Fahrerlager. Unser Fehler war aber, dass wir nicht exakt gesagt haben, zu welcher Uhrzeit wir kommen für die technische Abnahme. Und es war das halt so, dass einige zu dem Zeitpunkt nicht da waren. Und die dann irgendwann kamen und sagen, bei uns war keiner da zur technischen Abnahme. Obwohl eigentlich schon jemand da gewesen wäre, aber sie waren nicht da. Und jetzt hat es halt irgendwie 3 Anläufe gebraucht, bis wir dann letztendlich bei jedem waren. Das funktioniert nicht. Das war eine Illusion, das so perfekt hinzubekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hat nicht funktioniert. Von dem her bin ich noch nicht ganz schlüssig, wie ich das beim nächsten Event am Slowakiering mache. Das wird in den nächsten 1,5-2 Wochen fertig geplant. Was, denke ich, gut funktioniert hat, war der Fahrwerkservice. Also mir war eigentlich wichtig, dass ich als das Aushängeschild dieser Veranstaltung bei euch Teilnehmern bin. Und das macht mir auch wahnsinnig Spaß, wirklich von einfach rumzulaufen. Ne? Also wirklich von Teilnehmer zu Teilnehmer zu gehen, von Box zu Box zu Box, durchs Fahrerlager und einfach mal fragen, hey, alles klar, wie läuft's, wie fährt's, wie geht's Moped, was da ist. Und Stefan machte das eben auch, Stefan, ja, mein Fahrwerkstechniker. Somit waren wir eigentlich nur bei euch draußen, so gut es geht. Christoph und meine Frau Bianca saßen im Race Office und haben sich um die Anmeldung gekümmert. Wir haben den Frankie da gehabt für die Zeitnahme, da lief soweit alles. Wir sind über Funk verbunden, wenn irgendwas Außertourliches gewesen ist, das meine Frau oder Christoph nicht entscheiden konnte, haben sie mich gefragt. Aber wir waren eigentlich immer bei euch draußen und das war mir, denke ich, das Wichtigste, weil wir da extrem vielen Leuten mit einfachen Kniffs helfen konnten. Weil du siehst dann so Sachen so, hey, der Reifen, den würde ich nicht mehr fahren. Oder probier mal so viel Luftdruck. Oder machen wir mal an der Gabel das. Oder fahren wir mal ein bisschen weniger Zugstufe. Hey, du hast da zu softe Feder drin, haben wir mit dabei. Also war tatsächlich so, wir haben Federn getauscht. Wir haben auch so gängigsten Federn haben wir mitgehabt. Und Simmerringe im Worst Case für undichte Gabeln und so. Und das ist schon was, wo ich denke, wo wir uns dementsprechend auch abheben bei den anderen Veranstaltern, ohne jetzt überheblich zu oder auf die anderen zu zeigen mit dem Finger, aber das ist halt mein eigener Anspruch. Und ich denke, es liegt auch daran, dass wir mit den Veranstaltungen nicht unser Leben finanzieren müssen, sondern wir machen das eigentlich mit unserem Fahrwerksgeschäft. Aber die Veranstaltungen sind für uns wahnsinnig gute Marketing-Sache und natürlich auch, weil es wahnsinnig viel Spaß macht. Jetzt könnte natürlich der eine oder andere sagen, ja, der Meindl, der ist natürlich dementsprechend, der ist eigentlich gar nicht so sympathisch, wie er wirklich ist. Und das ist auch tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel für mich selbst auf der Rennstrecke fahre oder mit irgendeinem Kunden dort war, Coaching gemacht habe und so. Und dann kam irgendjemand und hat mich quasi eingefangen und das hat dann eine Viertelstunde gedauert. Für den habe ich aber eigentlich gar keine Zeit gehabt, also bei Events, wo ich jetzt nicht meine eigene Veranstaltung gemacht habe. Das ist aber bei der eigenen Veranstaltung was anderes, weil da bin ich ja ausgerechnet nur dafür da. Und ich bin dafür da, dass jeder 10 Minuten hat und mehrmals ich das abspulen kann. Und dann kann ich dem Ganzen auch gerecht werden. Und das ist, wenn ich, wie gesagt, wenn ich auf einem Event bin, wo ich selber Motorrad fahre oder Coaching gemacht habe früher oder Michelin-Test mache oder so, ist das schwierig, weil da habe ich meinen Ablauf, da habe ich meinen Zeitplan, dann das muss ich mich halten, dann muss meine Tests machen, muss mein Data-Recording bearbeiten. Und da kommen halt immer viele und sagen, ja, der Meindl hat gar keine Zeit für mich gehabt. Und so, ja, aber ich kann mich nicht teilen. Aber bei unseren eigenen Events, da geht es und dann macht es auch wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Mir persönlich. Obwohl es natürlich anstrengend war. War massiv anstrengend. Ich bin nach diesen 3 Tagen bin ich so fast zusammengeklappt. Ich bin dann noch weitergefahren nach Brünn für den Michelin-Test. Und da war ich eigentlich gar nicht mehr fit. Also die Anspannung davor und die Vorbereitung waren massiv, massiv, massiv. Fürs erste Event, das alles vorzubereiten, da kommen natürlich viele Aufgaben auf einem zu. Von der Publizierung, dass man eigene Events hat, bis zum ersten Event, das ist Wahnsinn. Da sind die 3 Tage am Event eigentlich die geringste Arbeit. Die sind schon fast zu vernachlässigen gegenüber der Vorbereitung. Die Vorbereitung ist brutal.
die ganzen Buchungen, Rechnungen, der will eine Box, der will mit dem in die Box, der will die Startnummer, aber die Startnummer will er nicht. Und die ist aber schon besetzt und der will mit dem in die Box, da ist aber kein Platz mehr frei, den will er so nah wie möglich, aber da sind auch keine Plätze mehr frei und. Das ist eigentlich die höchste Arbeit, das ist die meiste Arbeit, die wir natürlich, denke ich, sehr gut hingekriegt haben. Wir haben es gut vorgeplant, wir haben da extrem viel Zeit investiert. Wenn wir die Arbeitsstunden da rechnen, dann haben wir da massiv drauf bezahlt das Jahr. Deswegen kalkulieren wir diese Arbeitsstunden jetzt auch für die Lernphase nicht, weil es ist im Endeffekt eine Abschreibung meines Erachtens nach, ein Invest, das, was man einmal machen muss. Und wenn es dann rennt, dann geht auch der Ablauf schneller im Vorhinein. Ja, dann haben wir natürlich auch einen wahnsinnig super guten Fotografen gehabt, der Marek, ist ein junger Tscheche, der wahnsinnig motiviert war, gute Fotos zu machen. Die sind natürlich bei uns im Event mit dabei und jeder sofort am Abend gab es einen Link, wo die Fotos vom heutigen Tag drin waren. Und ja, das Wetter war leider nicht so gut, konnte man nicht beeinflussen. Wetter war ja bedingt schwierige Bedingungen, also mal gut, mal wieder trocken und dann wieder Regen und immer so Mischbedingungen schwierig. Der Reifendienst, der Tom Ecker, hat massiv viel zu tun gehabt, weil er natürlich Regenreifen montiert hat von einem Kunden, dann hat es wieder abgetrocknet, dann kam der wieder Slicks und so ging das halt irgendwie die ganze Zeit dahin und der hat sich gedacht, 100 Teilnehmer wird eine entspannte Veranstaltung. Es war für ihn alles andere als entspannt, weil er wirklich viele Reifen montiert hat. Und ja, die Rennen sind dann leider auch im Regen ausgetragen worden, waren aber trotzdem spannend, weil dann viele sich motiviert haben, im Regen trotzdem zu fahren und haben tolle Erfahrungen gemacht. Und ja, was natürlich auch interessant ist für euch bezüglich den geringen Teilnehmern, ja, wir haben dadurch natürlich extrem wenig Rotphasen gehabt. Ich glaube, wir haben gar keine Rotphase gehabt. Klar haben wir Stürze gehabt. Nichts Dramatisches. Einer ist kurz zum Check ins Medical Center, da war der Verdacht auf einen Hüftbruch, war aber dann nur eine Prellung. Also von dem her war alles okay. Wir haben keinen Ausfall der Zeit gehabt oder so weiter. Wir haben bei den, wo es dann geregnet hat, haben wir Open Pitlane gemacht, weil natürlich dementsprechend wenig Leute dann draußen waren. Und haben dann immer auch, ich bin hoch in die Race Control, habe bei abtrockenden Bedingungen in die Kameras geschaut, wie trocken ist die Strecke schon, ist die Linie trocken, gibt es noch nasse Stellen und habe es natürlich dann immer wieder kommuniziert mit dem Fahrerlager, weil der Pannoniering wirklich eine gute Sprechanlage hat, die kann man wirklich gut hernehmen. Und habe da wirklich auch im Sinne des Teilnehmers agiert, weil ich weiß, wie das ist, wenn du im Fahrerlager stehst und denkst, ja, ist es jetzt trocken oder geht es schon mit Slicks oder geht es nicht oder kannst du nicht beurteilen, dann ist es halt gut, wenn jemand das beurteilen kann oder zumindest so eine Richtung vorgeben kann. Und da habe ich mich wirklich bemüht, dass man da einfach, dass ich mich als Fahrer in der Situation besser in den Teilnehmer hineinversetzen kann und alles gegeben habe im Endeffekt. Ne? Ja, dann haben wir von euch zu hören bekommen, dass wir den besten Kaffee in der ganzen Veranstaltung haben. Nehmt Gottes Willen. Ich habe da, also klar, haben wir überlegt, wo fangen wir mit so Verpflegungsgadgets an und wo hören wir wieder auf. Wäre das halt wahnsinnig krass, heftig geil, macht das Hafenecker. Ich meine, die haben da wirklich eine komplett eigene Catering-Firma dabei. Sowas ist für uns einfach nicht zu stemmen in der Zeit, mit 100 Teilnehmern sowieso nicht. Aber wir haben gesagt, okay, es muss ein vernünftiger Kaffee her. Nicht nur irgendwie so eine kleine Tappmaschine, sondern wirklich eine geile Kaffeemaschine und ein bisschen Süßigkeiten und so weiter. Ich denke, das hat auch gepasst. Die Leute waren damit happy. Da auch gern in die Kommentare, falls da noch irgendwelche Anregungen allgemein zum Event, also Kritik von mir aus, ja klar, wenn die neutral und nicht irgendwie unter die Gürtellinie geht, nehmen wir gern Kritik an, nur so können wir besser werden, das muss man auch lernen, konnte ich früher nicht, mittlerweile ist das der einzige Weg, um besser zu werden. Ja, und von dem her, ich denke, das war so, mit den ganzen Bildern, die ihr jetzt bis jetzt gesehen habt, so dass ihr ein bisschen einen Einblick gekriegt habt, wie das Ganze so abgelaufen ist. Ich denke, wir haben wirklich trotz dem Wetter zufriedene Leute gehabt. Wir haben einige Absagen kurz vor dem Event gehabt, das heißt einige, eine Handvoll, weil das Wetter halt schlecht ist. Ja. Das ist halt was, das kann halt nicht unser Risiko sein, das tut mir auch leid. Da ist halt dann, ne, es ist halt so eine Sache, ich kann halt nichts dafür, wenn es regnet und wir können da auch kein Geld zurückbezahlen, weil es regnet. Das können wir uns nicht leisten. Wir sind mit den 100 Teilnehmern, wenn man die Milchmädchenrechnung macht, was die Rennstrecke kostet und 559 mal 100,
das klingt nach viel Geld, aber dann ziehst du mal die ungarische Mehrwertsteuer ab, die du in Ungarn abführen musst, die ganzen Aufwände, Kosten etc. pp. So viel bleibt da nicht hängen und da brauchst du die 100 Teilnehmer. Ja, da kannst du nicht sagen, bei 5, ja gut, scheiß drauf, zahlen wir zurück, weil das Wetter schlecht ist. Hey, das haut, also dann, da bist du schneller vom Markt wieder weg, als du gekommen bist und das geht leider nicht. Von dem her bitte ich da um Verständnis, also Wettergarantie liegt nicht in meiner Hand und da müssen wir uns wirklich auf unsere AGB setzen und ja, ist so. Ja, wir haben für unseren zweiten Pannonenring-Event am 1., 2., 3. August noch Plätze frei, wer da gerne vorbeischnuppern möchte. Es sind jetzt nicht mehr viel, es sind einige noch gebucht, aber ich glaube irgendwie so eine Handvoll oder so sind jetzt noch endgültig frei. Es haben nochmal ein paar abgesagt, weil Unfall und tralala und was auch immer. Also das ist auch extrem viel Aufwand. Man will es gar nicht glauben, wenn man eigentlich denkt, man hat ein Event schon voll und auf einmal fällt der aus, weil Schlüsselbein gebrochen, der hat ein kaputtes Moped und dann muss schauen, ja, haben wir noch eine Warteliste? Nee, haben wir nicht. Ja, scheiße, wo kriegen wir den jetzt her? Ist viel zu tun. Aber gut, haben wir uns ausgesucht. Das sind 50, würde ich sagen, das sind die Geilste, die du riefst. Und von dem her ziehen wir das jetzt durch. Und freuen wir uns auf ein geiles Doppel-Event, 28., 29., 30. Slowakiering. Und hoffen wir auf gutes Wetter. Ein Übersiedeltag, der 31. zum Pannoniering, die 1,5 Stunden. Und dann 1., 2., 3. August Pannoniering. Also, wer noch gern mit vorbeischauen will, unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Ich würde mich freuen, wenn wir noch den einen oder anderen mitkriegen zu unserem dann dritten Event. Und ja, für nächstes Jahr sind wir schon mit den Rennstrecken wieder im Verhandeln. Und werden wir auf jeden Fall wieder Events machen. Bleibt sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen. Danke an alle, die dabei waren, die das möglich gemacht haben. Hat uns hat mich persönlich sehr stolz gemacht. Und ich muss natürlich ganz am Schluss noch dazu sagen, dass wir uns als Team wahnsinnig gut funktioniert hat. Ja, Christoph, Stefan, meine Frau, Bianca. Das Team hat sehr gut funktioniert. Sonst hätten wir das nicht geschafft. Also wirklich, muss man echt sagen, war eine gute Sache. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.